Hi, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. In der letzten Folge den letzten Boss im Hauptspiel besiegt. Deswegen geht's jetzt in die DLCs. Und ohne Umwege werde ich tatsächlich den Chat fragen. Weil Dark Souls, ich habe alle drei Dark Souls-Teile ohne Hilfe durchgespielt, aber nachdem ich, also das Hauptspiel so durchgespielt habe, wie ich es durchspielen würde, ohne jetzt großartig jede Ecke zu erforschen und so, sondern einfach so, wie ich es sehe, straight durchzuspielen. Das habe ich ohne Hilfen gemacht, aber für die DLCs, da die Sachen zu finden und so weiter, da hole ich mir hier doch ein bisschen Hilfe. Und ich weiß auch nicht, welches DLC das erste ist. Eins habe ich schon entdeckt. Und dann könnt ihr mir bitte kurz sagen, ob das das erste ist oder ob das erste DLC ein anderes wäre. Schneefeld. Frost-DLC, ist das das erste? Ja, dann habe ich es ja schon gefunden. Dann brauche ich ja gar keine Hilfe von euch. Perfekt. Guck mal. Das müsste dann das hier sein, ne? Dann let's go. Mehr bekomme ich von dir nicht. Okay. Nee, mehr will ich jetzt auch erstmal nicht. Wenn es jetzt. Aber. Wer? Wo? Der Fels? Oder war das einfach der Typ, der da in der Höhle sitzt, der mit mir gesprochen hat? Kann natürlich auch der gewesen sein. Frost klingt super. Okay. Es ist ja auch wild hier. Was bist du? Du bist doch ein Gegner, oder? Ich soll dich hauen. Nee? Okay. Du bist ein Gegner. Er wirft mit Speeren. Schnauze. Hier wird nicht geworfen. Ah, da oben sind auch noch ein paar Boys. Ich habe jetzt halt diese hässliche Rüstung. Ich glaube, ich muss mich kurz umziehen, Leute. Ich finde das so grausam. Ich kann so nicht rumlaufen. Das ist schrecklich anzuschauen. Da, oder hatte ich die an? Ich glaube, ich hatte die an. Diesen Helm. Und dann kann ich mir ein bisschen kräftigere Hosen besorgen. So. Ah ne, die sind zu kräftig. Die reichen doch auch. Dafür kräftigere Handschuhe. Welche hatte ich an? Ich weiß es gar nicht. Ja, passt schon. Ja, easy. Okay, ich habe so das dumpfe Gefühl, dass es nach rechts weitergehen würde. Deswegen schaue ich mich mal ganz kurz links um. Hi, wer bist du denn? Er spuckt Feuer. Er ist ein Magier. Für Kindergeburtstage. Was bist du denn? Eine Fliege. Giftiger Edelstein. Nice. Bist du am Leben? Ja. Du auch? Ja. Oh, Leute. Okay. Wie kacke war das denn? Wie schlecht war ich denn jetzt bitte gegen diese Billobobs? Ja. Ich hätte auch einfach saufen können, ne? Okay. Dieser hässliche Nebel auch. Wow. Okay.
What the f... Okay. Natürlich gibt's hier Wölfe. Es ist ja auch im Winter im Wald. Die machen aber auch Schaden, hey. Oh, und von überall kommen sie. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Habe ich schon Probleme, überhaupt den Weg zu finden, zu laufen, zu überleben. Ariandel. Also das letzte Mal, als ich in der Schneewelt unterwegs war, musste ich danach gegen eine unsichtbare Lady kämpfen, deren Fußstapfen im Schnee zu sehen waren. Ich bin Pappritter, ja, absolut. Stimme ich dir zu. Aha, hier gibt's doch lebende Bäume, wusste ich's doch. Was ist das denn hier? Aha. Okay. Geht's hier weiter? Feuerbombe. Okay. Mir jetzt gerade echt wurscht, was da hinter mir los ist. Brauch's ja eh nicht. Ah, guck mal. Hier ein Feuer? Nö. Dann drüben vielleicht. Da unten ist noch eine ganze City. Hält die? Alle Bäume leben. Ja, Paul, okay, stimmt. Was bist du für einer? Ein getarnter Boy. Die sind ganz schön getarnt hier in der... Willst du aufs Maul oder willst du mit mir reden? Ola Edelstein, okay. Ja, sieht eigentlich ganz freundlich aus, ne? Well. You look to be unkindled. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now go on inside, show respect and listen carefully. Okay. Ah, ja. Leuchtfeuerlü. So klinge ich am Sonntagmorgen auch immer. Julius, hi! Die Stimme ist schon nice. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire. Here in this room. Yep. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Okay.
Erstmal das schöne Fenster kaputt machen. Mach mal Platz hier. Nee? Warum gibt's hier eine Leiter auf dem Dachboden? Alles verprügeln. Irgendwo ist ein Geheimgang. Irgendwo ist ein Geheimgang. Lasst mich durch. Ich muss auf die Wand hauen. Ich muss auf die Wand hauen. Ich muss auf die Wand hauen. Und auf die Wand hauen. Kein Geheimgang? Was ist das hier? Habe ich irgendeine Wand vergessen? Nun. Gute Dame, ich glaube, ich habe ein bisschen was auf dem Dachboden kaputt gemacht. Tut mir leid. Ich bin vielleicht ein bisschen aus mir gefahren, aus meiner Haut gefahren. Sorry. Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Frostbissring. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Now, return from whence thou... Wie bin ich jetzt nur wegen dem Ring hierher gelatscht? Was kann der Ring? Ja, erhöht Frostresistenz, war irgendwie klar. Die ist sie fertig, GG. Sepp, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich. Ich höre hier irgendwas donnern und krachen und machen und tun. Ja gut, ich meine, sie hat mir... Oh, da ist eine Tür. Okay. Warte, ich habe mich schon gefreut. War gerade richtig... Voller Erwartung bin ich an diese Tür gegangen und dann passiert einfach nichts. Also wirklich, ich war gerade wirklich voller Erwartung. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Jetzt bin ich wirklich nur wegen dem Ring hierher gekommen, oder was? Naja gut, vielleicht erleichtert er mir ja die eine oder andere Sache. Gesegnete heilige Glocke. Und nochmal. Diesmal rechts rum. Ah, hi. Nee, Schnauze. Nee. Nicht heulen. Was macht ihr denn hier? Anhängerspeer. Ah, okay. Hier gibt's wohl nur ein bisschen Loot. Oh, oh, okay. Die Wölfe beleben die Bäume. Holy moly. Ich verstehe. Ja, würdet ihr mich bitte in Ruhe lassen einfach? Ey, wer bist du denn? Oh nein! Ach, es war so klar.
Dann kümmere ich mich doch erstmal um die kleinen Wölfe, dann um den großen. Und um die Bäume vielleicht. So, dann gehen wir erstmal den klopfen, da hinten, den einzelnen. Dann haben wir schon mal einen weniger. Okay. Ich versuche gerade mich zu ducken, ne? Ich will Elden Ring-mäßig versuche ich mich anzuschleichen. Ja, wobei, guck mal, jetzt kann ich ja vielleicht. Ah, er heult. Scheiße. Das ist doof. Kommen die anderen? Nee, die. Oh, wo kommst du denn her? Einfach aus dem Nichts. Wild. Nee, nicht schon wieder Richtung. Wow! Du hast Moves drauf, die würden einen großen Balken verdienen, Kollege. Spring runter, ja. Ich hab gesagt, spring runter. Oh. RAM-Test, null Fehler. Wunderbar. Gut, also, puh, ja, keine Ahnung. Muss ich jetzt gegen den Wolf kämpfen? Ich denke nicht, oder? Da hinten waren irgendwo noch ein paar Wege offen. Aua. Alter, was hier los ist? Haare von diesen Bäumen, also Haare in Anführungsstrichen, das was da vorne so runterhängt, das sieht aus wie ein Grafikbug. An manchen Stellen. Ah. Seid ihr mir jetzt bis hierher gefolgt? Musste jetzt sein, ihr zwei, ne? Musste sein. Geht's denn hier weiter? Das, also. Hä? Ich bin verwirrt. Muss ich doch den Wolf killen, dass ich weiterkomme? Du siehst aus wie ein Grafikbug. Ja, guck, ich zeig dir gleich, was ich meine, wenn ich es wieder sehe. Kennt ihr das nicht, wenn Texturen so lang gezogen werden? Dann kriegen die so ein. Dann wischen die so über den ganzen Bildschirm und das sieht teilweise so aus, die Haare von diesen Bäumen. Da! Da bei dem, der sich da bewegt, vor mir direkt. Nach unten. Was machen die eigentlich? Ah, die frosten.
Oh, das war wieder knapp. Das war wieder äußerst knapp. Und warum sind hier irgendwelche Fliegenviecher? Was ist das denn überhaupt hier? Gefrorene Waffe. Ah, cool. Okay. Nett. Ja, Wolf. Komm. Erst du. Ja. Ich bin hier. Kommen Sie. Oh, was zum... Ah! Nicht anzünden! Von der Seite tausendmal einfacher, fällt mir gerade so auf. Nee, bitte nicht killen, 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 bitte nicht killen. Saufen, 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 saufen. Okay. Alles easy. Easy peasy. Oh. Okay. Okay. Alles gut. Da wurde er nicht mal... Wurde er nicht kalt gemacht. Doch, kalt war ich. Aber mehr auch nicht. Wow, wo kommt ihr denn alle her? Holy Guacamole! Ganzes Rudel, das hier plötzlich aus dem Offscreen kommt, ey. Mein Gott. Oh, da hinten ist noch der Einzelne. Den snack ich mir jetzt schnell noch. Mist. Ah. Okay, scheint nichts passiert zu sein. In Ordnung. Wo geht's denn hier weiter? Geht's da unten dann? Ah, da unten vielleicht, ne? Das könnte sein, dass dann da unten nach links hoch geht. Das heißt... Ah, hier sind noch zwei. So, mein Großer.
Nee. Boah, dass das getroffen hat, war jetzt gemein. Ach komm, ey. Oh, er ist tot. Okay. Da kam jetzt ein Clip rein, den muss ich mir nachher auch noch anschauen. Ich hätte ihn gerne von hinten angegriffen. Den Jägersmann. Ich hoffe, hier unten ist irgendwo ein Leuchtfeuer. Wäre ganz cool. Ah. Nee, aber Wikinger. Große, starke Wikinger. Ja. Junge, Junge! Wo sind eigentlich meine vielen Seelen hin? Okay, die habe ich wohl irgendwie verpasst mitzunehmen wieder. Mist. Jetzt sind sie weg, ja. Ach, das ist doch jetzt eine miese Nummer hier. Was soll denn das? Können mich doch nicht hier jetzt gegen den Riesenwikinger kämpfen lassen mit... Ohne Leuchtfeuer nach dem Riesenwolf. Weinerei. Miese, miese Schweinerei ist das. Ich hab's nicht gesehen. Sorry, Leute. Keine Ahnung. Dieser grüne Bobbel im weißen Schnee, der fällt halt echt nicht auf. Guckt euch das an. Das ist kaum zu erkennen. Welcher Wikinger? Brauch ein Leuchtfeuer. Also ich brauch's nicht unbedingt. Ich bin auch ganz gut ohne hierher gekommen, ne? Aber ich habe keine Lust, gegen Wikinger zu kämpfen. Wow! Und dann auch noch welche mit Riesenpeilen. Schlafende Wikinger, große Wikinger auf Treppen, weiß ich nicht, finde ich uncool, okay, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich mir, glaube ich, mein eigenes Grab geschaufelt, indem ich hier rein bin. Nee, Hundi, stopp! Noch einer, ein Riesenwolf. Ihr könnt mich doch nicht so weit latschen lassen ohne Leuchtfeuer. Oh, und es fällt, ich fall wieder runter. Alles klar, da unten war ich schon mal. Da will ich eigentlich nicht nochmal hin. Und war ich doch schon. Was soll denn das? Ist derselbe Wolf?
Den habe ich doch geklatscht. Kann gar nicht derselbe sein. Hier unten war ich doch schon. Hallo, Spiel? Aber da drüben gibt es auch keinen Weg. Wir aber auch. Keiner sagt was. Oh Mann. Oh Mann, ey. Irgendwelche widerlichen Ekelviecher. Irgendwas Ekliges ist da unten schon wieder. Was ist hier so los? Aha. Bist du der Bossbereich da unten? Ne, da hinten geht's auch noch weiter, ne? Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal durchs Dorf. Das waren 17.000 Seelen, ne? Jetzt wäre ich schon bei 28.000. Sonnenmist. Was seid ihr? Ihr habt irgendwas Auswüchse hinten am Boppes hängen. Ich glaube, ihr seid tote Vogelküken. Ehrenwerte Mitbürger. Ah, was? Oh, schrei mich halt an. Oh. Mein Gott. Immer diese Erschreckerei in diesen Spielen. Ah, hier. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie giftig oder so. Nee, 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 nee. Nee, nee, genug gezappelt. Sag ich doch, genug gezappelt. Die tun mir halt wirklich nichts. Ich habe wirklich unschuldige Mitbürger gekillt. Sorry. Oh, Glut. Cool. Hi. Oh. Well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Ja. Oh, finally, you have come. Oh,
Empress Ash, grant us our wish. Make the tales true, and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Ja, doch. Surely you've seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the flame. Okay. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales true and burn this world away. Ich probier's. Surely you've seen. Ja. The rock. Ich probier's. Ich werde alles anzünden, was sich mir in den Weg stellt. Ah, du bist auch ein ehrenwerter Mitbürger. Ey, hi, Feuerchen, grüß dich. Irgendwo glitzert was, egal. Kann ich meine Waffe eigentlich noch hochleveln? Ne, die ist auf Max, ne? Ja, plus 10 ist Max. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wo geht's da wohl hin? Du bist ja einer. Ey, stopp! Ich muss das auch mit auch schwer lernen, ne? Das sind ehrenwerte Mitbürger. Hören Sie auf, ehrenwerte Mitbürger zu töten. Alter! Nein! Ach, Mann! Keine Ausdauer gehabt. Shit! Sonst wäre er hinüber gewesen. Kommt der um die Ecke und fängt an, die zu killen. Die harmonische Teilnahme. Die Teilnahme an der harmonischen Gesellschaft dieses Dorfes finde ich eine sehr, sehr gute Aussage. Sorry. Bist du jetzt böse auf mich? Wollt ihr keine mitgeben? Entschuldigung. Ja, die hauen mich jetzt auch. Nicht so wild. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Was ist denn hier los? Jungs, was ist los mit euch? Nicht tuscheln. Da hat man immer das Gefühl, man wird ausgegrenzt und belogen und so. Das macht man nicht. Ey! Sorry, dass ich deine Kumpels angegriffen habe. Die standen halt im Weg, oder? Okay, das ist aber unangenehm.
Den habe ich nur von seiner Krankheit befreit. Hey, ich bin mir jetzt schon wieder nicht sicher, wo es weitergeht, ne? Krähenfedern. Ey, oh nein! Ach! Oh. Ich hasse Zappler. Ich hasse Zappler wie die Pest. So Zappelgegner sind einfach nur ätzend. Geht's hier weiter? Oh, hey, grüßt euch. Oh, hallo. Ey, was habt ihr denn gegen mich? Die anderen sind doch auch cool. Also ich habe das Gefühl, dass da geht's nicht weiter. Hier irgendwo vielleicht? Ach, Leute. Ich will doch gar nichts von euch. Hört auf, mich runterzuschubsen. Okay, also, wenn ihr nicht aufhört, dann bringe ich halt doch alle um. Magie könnt ihr auch. Nett. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh. Jungs, es tut mir leid, dass ich vorhin einen eurer Kumpels gehauen habe, okay? Nee. Nö. Nö. I've seen your kind. Time and time again. Every fleeing man must be caught. Hören wir mal das jetzt nicht. Warum? Du hässlicher Zappler. Was ist hier los? I trust you've learned your lesson.
Ja, okay, dann muss ich den Zappler halt erst killen, bevor ich den seltsamen mit dem Wolfsrachen. Nee, wie nennt sich das? Das klingt so, als hätte er keine Stimmbänder mehr, so wie wenn man zu viel geraucht hat. Hier, Kehlkopfkrebs hatte der wohl mal und muss jetzt Hilfsmittel zum Sprechen verwenden. Come on. NPC und ein Zappler, ja. Diese Träume verfolgen mich nachts. Das ist Albtraum-Feeling. Schlimmer geht's kaum. Schaden die auch machen, ne? Bin mir gar nicht sicher, ob es da überhaupt weitergeht, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal. Ich habe da in der Kapelle jetzt nicht gesehen, dass da irgendwie eine Tür wäre, ne? Ja, lass mich kurz vorbei. Ich muss was schauen. Wow. Oh Gott. Mann, das ist doch hier schon wieder alles beschissen. Ihr müsst mich doch nicht an jeder Ecke erschrecken, ey. Ihr Nervbolzen. Was ist hier? Warum bin ich hier nach hinten gelaufen und habe mich erschrecken lassen? Wegen nichts. Nichts und wieder nichts. Corona des weißen Pfades. Ist hier drin sonst noch irgendwas? Nö. Nö, da oben war noch ein kleiner Loot, aber... Hä, aber wo geht's denn dann hier weiter? Wo muss ich hin? Muss ich mich jetzt echt erst um den einen Zappler kümmern, dann um den anderen Zappler? Wo kam überhaupt der andere Zappler her? Warum kann ich nicht hauen in manchen Momenten? Ich hatte doch gerade Ausdauer, warum durfte ich jetzt nicht hauen? Ihr nervig, ey, nee. Nee. Dreimal nein. Vergiss es. Wo geht's hier weiter? Lass mich einfach weiter.
Geh aus dem Weg! So. Wo geht's weiter? Ist jetzt eigentlich der andere Zappler da mit drin? Nee, der kam doch hier von draußen. I've seen your kind, time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Nee, nicht heilen. Nicht heilen. Bock auf! Halt der sich rein zweimal, ey! Zweimal heilt er sich! Hinten war ein Schalter an der Wand. Irgendwo da geht's weiter wahrscheinlich. Close, ja. Ah, das war so knapp! Voll unnötig. Der ist nicht mal schwer, also der war. Das geht relativ easy. Da muss ich jetzt einmal schimpfen. Nee, lass mich einfach. Ist gut. Ja, ja, genau. Nee, alles easy. Ich meine, die Heilung ist halb so wild, aber. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. Ach, ist ja gut, ey. Laber, laber, laber. Schon wieder so knapp. Sorry für so Räuspern. Ich habe irgendwie ein Kloß im Hals, der gerade nicht weg will. Dieser dämliche Sir Williams. Bleiben Sie bitte fern von mir, Herr Zappler. Ja, und du musst jedes Mal die gleiche Scheiße von dir geben. Schnauze jetzt. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Oh.
Nix mit Heilen jetzt hier. So. Onyx-Klinge, Vorrichtungsschlüssel. Nice. So. Mach mal auf hier. Hat er dich angesteckt? Ach so, wer? Wer hat mich angesteckt? Der Boy, nee. Hi, wer bist du? I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. Uncle Gale, okay. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. Tis good. Okay. When this is done, may... Vorrichtung bewegt sich nicht. Jetzt runter oder rauf, ich weiß es nicht. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, der komische Vogel, mit dem ich geredet habe, der hat ja auch erzählt, dass sie... Ist das euer Ernst? Wieso kann sie... Wie, also... Verstehe ich nicht. Da kann, können sie die Tür auch gerade weglassen. Was soll denn der Quatsch jetzt? Hier, guck, da, Feuer. Komm mit, ich zeig's dir. Ah, kommt nicht mit. Ich würde es dir zeigen. Hier, direkt vor deiner Tür. Da. Flamme. Jungs, einfach chillen. Einfach chillen. Dann müsste keiner von uns draufgehen. Aber ihr wollt ja nicht. Ihr wollt lieber aufs Maul. Einfach mal eine Runde chillen. Wäre das nicht was? Nee, ne? Habt ihr nicht so Bock drauf. Wow! Huhu! Yo, Alter! Hey! Hier sind ja ein paar von euch. Nee. Hilfe! Ah, nee, nein. Oh, okay. Mein Tod? Nein, nicht mein Tod. Okay. Keine Ahnung, Wikinger. Wikinger, 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 Wikinger. Große, große Wikinger. Nee, ich will hier nur durch. Lassen Sie mich. Oh oh. Mist. Erdensucher. Aua. Holy guacamole. What the?
Was passiert hier? Was passiert hier? Okay. Okay, nee, da komme ich wieder zurück. Nee, ihr wollt aber nicht, dass ich da über diese Wurzel nach unten latsche, oder? Egal. Ich habe probiert, ihn vielleicht irgendwie schnell killen zu können. In der Ecke drin. Hat nicht funktioniert. Passiert. Naja, was soll's. Für die, die vielleicht hier gerade auf Twitch rumhängen, bleibt dran, es geht gleich weiter. Aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich komme in der nächsten Folge bis zu einem Boss. Wäre cool. Also, haut rein. Bis dann. Tschüss.